Moino Freunde, und damit begrüße ich euch wieder herzlich zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir haben im letzten Part noch ein bisschen die Stadt, die Schule kennengelernt. Wir haben Meister Tüter getroffen, wir haben auch hier Gus getroffen, glaube ich hieß er, oder Goku. Wir haben einige getroffen und sollen jetzt hier hoch zu Zelda und ihr Vater, um ihr Bescheid zu sagen, dass wir, dass wir seine Katze Mia gerettet haben. Ein Jünglein, geleitet von der Göttin, wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Guten Morgen, Link. Hat dich mein Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Link? Unsere Verabredung. Hattest du sie etwa vergessen? Sieh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eines spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörpere ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Link. Das steht mir doch, oder? Na klar doch. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Link. Zelda, bist du schon fertig mit der Vorbereitung? Oh, Vater. Link ist ja auch schon da. Wunderbar. Selbst du alter Langschläfer hast heute es geschafft, pünktlich aufzustehen. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wo wir von Anstrengung reden. Hör mal, Vater. Link hat in letzter Zeit... Nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicherlich verlieren. Reg dich nicht so auf, mein Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Link nicht gerade der fleißigste Schüler. Er kennt euch bereits seit frühester Kindheit. Also weißt du auch, Link und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung zueinander. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einem Schutzvogel zur Seite stellt, denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns tritt in jungen Jahren hier auf vor die Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Link zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist kaminrot, so selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Link, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Erinnerst du dich, Liebes? Damals, gleich, als Link und sein Wolkenvogel sich trafen? Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon Ewigkeiten kennen, ganz ohne Übung, mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Es ist ja auch kein Wunder, dass man Link um seine Beziehung zu seinem Wolkenvogel beneidet.
Die Menschen haben den Hang all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunsten zu begegnen. Du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung für die Reiterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Fall wird er kein Ritter werden. Ist ja schon gut, mein Liebes. Jetzt reg dich nicht so auf. Immer wenn es um Link geht, bist du so... Link, komm schon, lass uns ein bisschen üben. Zumindest ein wenig. Jetzt komm schon hierher. Was machst du denn? Auf geht's, spring von der Plattform und rufe deinen Wolkenvogel, so wie immer. Die Zeremonie wird bald beginnen. Du musst in Form sein. Wie? Was sagst du da? Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Ach, sag doch sowas nicht. Du willst dich doch nur drücken. Jetzt komm schon, du musst etwas üben. Tu es für mich. Bis gleich. Link, du musst nach unten drücken, um deinen Wolkenvogel zu rufen. Wie? Er kommt nicht. Nein! Link, ich hab dich. Geht es euch gut? Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt. Kannst du den Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Link? Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Link, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir so leid. Ich muss mich nun erstmal um meinen Vogel kümmern. Du solltest in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel Ausschau halten. Oh, ist es jetzt schon so spät? Die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr vom Meister Tutor organisiert, Link. Kannst du bitte zu Tutor gehen und dich mit ihm beratschlagen? Vater, selbst wenn er zu Meister Tutor geht, wird er sich doch an den Schuldirektor wenden und das bist du. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Dann werde ich eben mit ihm reden. Link, sag doch bitte Tutor, dass er in mein Büro kommen soll. Okay, unsere nächste Mission ist also klar. Wir müssen zu Tutor und ihm Bescheid sagen, dass unser Wolkenvogel nicht gekommen ist. Verdammt. Auch nicht schön, wenn du einfach runterfällst und niemand kommt und rettet dich. Ist schwierig. Ich hoffe auch, Zeldas Vogel geht's auch bald besser. Aber erstmal müssen wir zu Tutor. Wir können im Übrigen auch die Ausdauerfrucht mal mitnehmen. Tutor, wo bist du? Da ist er. Was ist los, Link? Du siehst nicht gut aus. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Das ist schlimm, aber du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Du willst ihn jetzt suchen gehen. Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Na, Verzeihung. Der Direktor ruft also nach mir. Nun gut, ich bin dir ja schließlich noch einen Gefallen schuldig. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie und finde erstmal deinen Wolkenvogel. Okay, das heißt, nächste Mission, Wolkenvogel suchen.
Mal gucken, ob uns die Leute irgendwas dazu sagen können, ob sie irgendwas gefunden haben oder irgendwas Auffälliges gesehen haben. Eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Link? Du siehst so unruhig aus. Du kannst doch nicht ein sein. Das kann doch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Tut mir leid, ich war bis eben in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. Okay, vielleicht jemand in der Schule, der vielleicht weiß, wo wir hin müssen? Ob er vielleicht was gesehen hat, vor allem? So, wie wäre es, wenn wir mal... Oh, wir haben hier oben noch gar nicht uns umgeschaut, oder? Kann das sein? Ich glaube, wir waren hier oben noch nicht. Lol. Okay, dann schauen wir uns mal hier oben um. Hier ist das Zimmer von Titor. Machen wir hier. Ottos. Wer ist denn Ottos? Okay. Girunas Zimmer. Also irgendwie kommen wir in die ganzen Zimmer nicht. Nee, nicht mal in Zeldas Zimmer. Schade, können wir nicht schnökern. Warte, das ist das Direktorbüro. Ah, okay. Ist hier jemand? Scheint nicht der Fall zu sein. Auch doof. Okay. Gucken wir uns unten um. Unten waren ja zwei Leute noch. Wie wir wissen. Vielleicht wissen die ja mehr. Hey, weißt du ein bisschen wer vom Wolkenvogel? Hey, hey, was machst du denn noch hier? Ist das dein Ernst? Du hast einen Wolkenvogel gerufen und er ist nicht gekommen? Ein Schutzvogel ist nicht gekommen? Ich habe ja schon vieles gehört, aber so etwas hätte ich niemals für möglich gehalten. Du musst dir allerdings keine Sorgen machen, mein Freund. Ich werde einen Weg finden, dir zu helfen. Allerdings wird es etwas dauern. Wie wäre es, wenn du dich in der Zwischenzeit auf dem Dorfplatz umhören würdest? Okay, Dorfplatz. Alles klar. Dann wissen wir wohin. Aber die Türen sind doch nur zu, oder? Hier ist doch noch die Tür. Nein, die ist offen. Nice. Dann können wir hier runter. Dann gucken wir uns unten mal um. So, was haben wir hier? Was steht da überhaupt? Achso, da steht einfach nur die Beschreibung zur Ritterschule. Ist hier hinten vielleicht ein geheimes Versteck? Also nicht wundern, ich werde auch viele Verstecke versuchen herauszufinden. Und ich hoffe auch, dass ich nicht so viel übersehe. Aber ich denke mal nicht, ne? Ich denke mal einfach nicht. Ich glaube, das wäre fies, wenn wir jetzt... Ach, ich verwechsel das immer. Ich glaube, die bringen nichts, ne? Nee, komm, lassen wir. Wir müssen jetzt nicht unbedingt das ganze Essen kaputt machen. Hallo Link, das da ist mein Haus. Heute gehe ich wieder spielen, aber ich sag dir nicht mit wem. Das wird lustig. Alles klar. Und wir können in die Häuser rein. Wie gesagt, wichtig ist erstmal herauszufinden, wer etwas über unseren Wolkenvogel weiß. Hallo Link, hast du denn zufällig meine kleine Cookie gesehen? Sie läuft ständig wie wild herum, da komme ich nicht mal hinterher. Ich hoffe jedes Mal, dass sie bloß wohlbehalten wieder zurückkommt. Ja, alles gut. Ach, die Mütter, die wieder ein bisschen zu denken, dass die Kinder wieder sich hier halb umbringen. Ach Mann, übervorsorgliche Mütter. Toll, ne? Aber irgendwie kann man es auch verstehen. Man möchte ja schon sein Kind wieder wohlbehalten haben, aber wenn es draußen spielt, bist du da draußen vor der Haustür. Denn wir finde ich sehr übertrieben. So, ist hier irgendwas? Hier kommen wir ja nicht durch. Ah, na, das ist natürlich noch besser. Oh Link, hallo. Der Wind heute ist günstig. Was für ein Tag für die Zeremonie. Wer wohl gewinnen wird? Also ich tippe ja auf Pardo. Der Sieger enthält nämlich von der Vertreterin der Göttin ein Geschenk. Ach, wie romantisch. Okay, Bardo werden wir auch noch kennenlernen, bestimmt. Und du hast ein Herz gefunden. Es ist mit einer heilenden Energie erfüllt und stellt ein Herz wieder her. Ja gut, da wir noch genug Herzen haben, ist das völlig in Ordnung. Brauchen wir das jetzt nicht so unbedingt. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Auch nicht schlecht. Aber warte mal, der Dorfplatz, der ist doch wahrscheinlich dort hinten, oder?
Weil das ist für mich eher so ein Platz. Safe, oder? Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt wie noch etwas. Naja, dieses Kaminrot sind eben hart im Leben. Selten wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er nicht so schnell wieder heraus. Oh, hey Link. Stehst du schon lange hier? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Machst dir wohl schon ganz schön voll in die Hosen, wa? Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen. Was? Na, habe ich recht? Da bist du bei mir an der falschen Stelle geraten, Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Ha! Was sagst du da? Dein rotes Flughühnchen lässt sich nicht blicken? Was da wohl passiert ist? Vielleicht hat es ja sich verflogen, das blöde Vieh. Alter, ich werde gewinnen, Junge. Ach, meinst du wirklich? Nun, die Zeremonie ist ja heute. Und so ganz ohne Vogel? Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst du, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, wa? Mit deiner Arroganz ziehst du deinen Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? Zelda, ich, also... Bardo, hast du es etwa schon wieder auf Link abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer wieder Link niedermachst? Ich... Was ist los? Raus damit! Also ich... Ach, vergiss es. Also dann, Link. Wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls dein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht. Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden uns nicht sagen, uns bleibt nur eins zu tun, selbst nach ihm zu suchen. Link, ich werde dir helfen, von der Luft aus nach dem Vogel zu suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Titor. Sie werden die Vogelzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Okay, das hat Vorteile mit der Tochter des Direktors irgendwie so ein bisschen, ne, verbunden zu sein, weil dadurch hat er das Glück, oh mein Gott, blödelt nicht. Somit hat er Glück, dass die Zeremonie doch noch ein bisschen verschoben werden kann, aber trotzdem müssen wir ja weitersuchen. Deswegen bleibt uns keine andere Wahl, als mit jenen hier zu reden. Was war das denn eben für ein Streit dort drüben? Das schien ja recht eine ernste Sache zu sein. Ja, wie gesagt, unser Wolkenvogel ist weg. Wisst ihr, irgendjemand, wo es ist? Hat jemand eine Ahnung? Wenigstens ein bisschen Ahnung. Wir können ja nicht einfach hier rumstreifen und nicht wissen, wohin. Oh, du bist es, Link. Heute ist endlich soweit. Freust du dich schon auf die Vogelreiterzeremonie? Wenn du gewinnst, kannst du in die Oberstufe aufsteigen.
Hier in dem Wolkenhort gilt man als erst als erwachsen, wenn man das Reiten auf dem Wolkenvogel beherrscht. Ihr Jungspunde, die ihr Ritter werden wollt, müsst natürlich noch viel beherrschen als das. Aber auch wir unterziehen stets verschiedene Übungen und lernen so, auf den Wolkenvogel zu reiten. Okay, er scheint schon eine Stufe höher zu sein als wir. Wir sind halt irgendwie noch so kleine Unterstufe. Und dann später irgendwann werden wir richtig Oberstufen werden. Hey, ich wollte die Sachen werfen. Okay, schade. Aber hier gibt es keine zweite. Doch, da. Ja, muss sein, ne, Leute? Muss sein. Aber schade. Kein Geld. Manu. Da unten kommen wir noch nicht hin. Lol, was ist mit dem Kind? Warum schlägst du dir den Kopf die ganze Zeit auf? Warte mal, Link. Tust du mir einen Gefallen? Der Baum da, kannst du auf ihn zusprinten und eine Rollattacke machen? Renn auf den Baum zu und rolle und rums. Bitte mach's, bitte, bitte, bitte. Was? Ah, lol. Jetzt hab ich's, Leute. Jetzt hab ich's. Hehe, gut gemacht. Da ist er. Mein Wolkenhirschkäfer. Halt! Ach, Manu. Ja, gut. Da hat er leider nicht bekommen. Aber erstmal die Mechaniken hier hinbekommen. So, hier waren wir schon. Hier hatten wir ja uns ein bisschen umgeschaut. Ich glaube, wir sind soweit eigentlich überall gewesen, ne? Naja, vielleicht ein bisschen. Ich muss mal gucken, wie es hier weitergeht noch. Vielleicht ist ja hier unten irgendwas zu finden. Ja, alles klar. Hey, Link! Hier sind wir. Wir sprechen gerade von dem Wolkenvogel. Komm mal her. Ah, alles klar, die haben was gefunden. Gut, dass du hierher gekommen bist, Link. Ich habe dich schon gesucht. Ich habe mich wegen dem Wolkenvogel umgehört. Und als ich mit Groß hier geredet habe, hat er sich seltsam verhalten. Verzeih mir, Link. Ich wollte dir es schon früher sagen, aber dann hätte Bardo es ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los, spuck es schon aus. Als ich vorhin den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die anderen beiden herein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuhacken, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen. Aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hat also anscheinend den Plan, sich deinen Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Der Wasserfall. Gib mir doch mal kurz die Karte. Da muss er sein, beim Wasserfall. Ich habe ihn mit dem X markiert. Oha. Okay. Du weißt, die Karte, wie die funktioniert. Drücke einfach Minus und du siehst die Karte und deine Umgebung. Wenn du dich verlaufen hast, drücke einfach Minus. Es tut mir so leid, Link. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir so schrecklich leid. Okay, gut zu wissen. Dann wissen wir, wohin. Ah, Link. Am Wasserfall wurden in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder sowas etwas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister hier in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Machen wir. Komm, wir holen uns jetzt ein wunderschönes Schwert. Hier sieht so schon interessant aus. Oh, Link. Du kommst zum Üben her, obwohl heute der Tag der Vogelreiterzeremonie ist. Das nenne ich mal Eifer. Die Übungsschwerter sind hier im Hinterzimmer, also hol dir eins und komm danach zurück. Ich bin immer da hier, wenn du Fragen hast zum Umgang mit dem Schwert. Okay. Erstmal holen wir uns das wunderschöne Schwert heraus. Ah, geil, eine Kiste. Wenn ich mal die Kiste aufmachen könnte.
Du hast das Übungsschwert erhalten. Dieses ziemlich scharfe Schwert wird von den Schülern der Ritterschule bei Übungskämpfen verwendet. Drücke Plus, um dir anzusehen, welche Gegenstände du bereits besitzt. Was? Ui, cool. So ein bisschen inventarmäßig haben wir auch. So, dann sag mal an. Was sagst du? Du möchtest, dass ich dir mit dem Umgang des Schwertes erkläre? Ja, unbedingt, bitte. Bei der Schwertführung musst du dir immer vor Augen führen, wohin du schlagen willst. Schwingst du dein Schwert horizontal, führst du einen Horizontalschlag aus, während ein vertikaler Schwung einen Vertikalschlag bewirkt. Stößt du direkt nach vorne, führst du eine Stichattacke aus. Dann gibt es aber auch noch die Wirbelattacke. Probier sie am besten mal aus, wenn du dich von den Gegnern umringen für siehst. Also, wenn du diese Grundlagen beherrschst, bist du bereit für den Kampf. Die erste Regel beim Kampf ist und bleibt jedoch das Anvisieren der Gegner. Sobald du ihnen gegenüberstehst, drücke dafür ZL, ja? Das ist überlebenswichtig. Du kannst diese Stämme nutzen, um zu üben. Wenn du vergessen hast, wie du dein Schwert schwingen sollst, kannst du mit Hilfe von Minus dein Gedächtnis auffüllen. Hast du alle Stämme zerlegt? Darfst du dich nun einer Spezialtechnik versuchen? Okay, also. Ah! Aber warte mal, ich muss... An diesem Stamm hier kannst du einen Diagonalschlag üben. Schwinge dein Schwert diagonal von unten nach unten. Ja, aber da geht ja... Oh Gott, ich muss das wirklich nur üben, ne? Ich üb das mal, Leute. LOL. Aber da wird doch auch eben gemacht. Achso, jetzt muss ich zustechen. Ah. Sehr gut, jetzt hab ich's. Oh, verdammt. Warte mal. Der ist fies hier. Wie kann man am besten den hier kaputt machen? Es gibt ja den Stich, aber den Stich wäre hier sinnlos. Erstmal machen wir den hier. Guck mal, da können wir horizontal richtig schön reinballern. Und rechts, links. Sieht gut aus, Link. Du weißt, wie man mit dem Schwert umgehen kann. Das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbeltacke üben. Unbedingt. Ausgezeichnet. Aber nun werden um dich herum mehrere Stämme erscheinen. Zerschneide sie mit der Wirbelattacke, ohne dich von der Stelle zu bewegen. Okay. Also einfach nur dreimal hintereinander ist ja easy. Was ist denn los, Link? Du stellst dich doch sonst nicht so tollpatschig an, was? Du musst nur im Zentrum der Stämme stehen. Und dein Schwert auf die richtige Weise schwingen. Was? Ich habe doch alles richtig gemacht, oder nicht? Okay. Ach so, weil ich vorher R gedrückt habe. Ja, okay, dann macht das Sinn. Aber hat ja vorher genau dasselbe Ergebnis gewesen. Hervorragend. Ja, so muss das aussehen. Also gut, willst du zum Abschluss noch den Fangstoß ausprobieren? Ja, na klar. Ah, sehr gut. Der Fangstoß ist nur dann möglich, wenn dein Gegner am Boden liegt. Und du musst ihn dafür anvisieren mit ZL. Schlage diesen Stamm zu Boden und versuche dann, den Fangstoß auf ihn anzuwenden. Warte, so? Nee. Ah, jetzt hab ich's. Wunderbar! Du kannst den Fangstoß auch dann einsetzen, wenn du deinen Gegner mit dem Schild oder mit der Wirbelattacke zu Boden wirfst. Der Feind bleibt aber nicht für immer am Boden liegen. Also lass dir nicht viel Zeit. Definitiv. Aber Dankeschön, haben wir schon mal das Schwert drauf. Was soll das denn werden, Link? Das Übungsschwert bleibt gefälligst hier, mein Freund. Dachtest du etwa, du könntest einfach mit dem Schwert davon schleichen? Ja. Um ehrlich zu sein, ja. Wie?
Du sagtest, ein Wolkenvogel sei verschwunden? Und du willst ihn suchen? Na gut, ich verstehe. Eigentlich dürfen hier im Wolkenhort nur die Ritter ein Schwert tragen. Aber ich mache dieses Mal eine Ausnahme. Aber wehe, du stiftest damit Unruhe im Dorf an. Wenn du noch üben willst, komm hierher und übe hier drin, verstanden? Hey, komm, wir kriegen das schon hin. Das sollten wir hinbekommen. Also ein paar Gegner, damit können wir killen. Mit den Attacken. Ich lerne ja mit der Zeit, ne? So, und jetzt geht's auf zum Wolkenvogel. Aber das machen wir doch im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword wieder mit dem geilen Schwert. Also bis denne und tschüss.